I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. Hi Leute. Ungefähr eine Woche ist vergangen und ja, ich habe ein wenig Zeit gefunden, um nochmal ein Video zum Nano-VNA zu machen. Heute geht es um das Innenleben. Wir werden das gute Stück mal öffnen, werden die Schutzfolie entfernen und schauen mal auf den Akku und seine Zuleitungen. Ja, viel Spaß beim Video und los geht's. Da haben wir das gute Stück ungeöffnet und mit der Schutzfolie versehen. Den werden wir jetzt mal öffnen. Da ich leider immer noch keine Halterung für die Kamera habe, werde ich wieder ein wenig schneiden. Einen kleinen Augenblick bitte. Und da ist die Front auch schon entfernt. Vier kleine Schräubchen. Und wir haben den Zugriff auf das Touch-Display. Und ja, nun schnappen wir uns mal die Folie und entfernen diese. Da ist die Folie ab und das Display erscheint auch gleich viel, viel schicker. Muss man einfach mal so sagen. Da ist das trübe Teil und ja, ging ohne Probleme runter. Jetzt werden wir die Front wieder montieren. Die vier kleinen Schräubchen kommen wieder ans Gehäuse bzw. an die Aufnahme der Leiterplatte. Ja, leider geht es nicht so richtig scharf zu stellen. Was ist hier los? Gute Frage, aber ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. Okay. Und schon ist der Nano VNA wieder fertig montiert und das Display strahlt und hat diesen dumpfen Film verloren. Ja, schauen wir mal, ob das gute Stück auch noch funktioniert. Das sieht sehr gut aus. Es funktioniert noch. Ja, fein. Dann schnappen wir uns jetzt mal die Rückseite. Und dann werde ich eine Frage aus einem vorhergehenden Kommentar noch beantworten. Da ging es darum, wo genau die Batterie ist, was ist das für eine Batterie und wie ist sie angebunden. Ja, schauen wir uns die Rückseite an und werfen einen Blick auf die Platine. Da haben wir die Rückseite und werfen direkt einen Blick drauf. 3,7 Volt, 450 Milliampere und da ist die Zuleitung. Man sieht es hier. Leider nicht so gut, wird nicht richtig scharf. Schauen wir mal, ob wir hier noch was nachhelfen können. Tja, so richtig nicht. Ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. Da liegt der kleine Akku. Und ja, ich werde dann nochmal ein relativ scharfes Foto kurz einblenden, dass man die Platine nochmal direkt sieht. Okay, dann soll es das erstmal gewesen sein. Natürlich bauen wir den kleinen Kern noch zusammen. Das gibt es dann nochmal im Zeitraffer. Und ja, das machen wir am besten erstmal. Kleinen Augenblick. Tja, ich hoffe, es hat gefallen und die Fragen konnten beantwortet werden. Selbstverständlich freue ich mich immer wieder über neue Kommentare und auch Fragen und Anregungen. Und ja, vielleicht gibt es dann auch bald das nächste Video zum Nano VNA Netzwerk Analyzer.
Also 73, hier verabschiedet sich DL5CH. Ciao. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing.